echt voll hier geschillt. Ich meine, jetzt realisiere ich es. Also ich hier voll geschillt am Schießen. Die am Schießen. Ich hier voll am Einsammeln. Aber muss ich jetzt lang? Ich muss da irgendwie... Öffnen Sie den Sicherheitsgitter der... Oh, die Kreatur sitzt in den... Konfrontiert... Also, okay, es steht das offiziell da, dass es festhängt. Gut, dann... Wo habe ich ihn treffe? Ich werde es mal ausprobieren. Ja, man kann ihn nicht treffen. 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt haben wir alle nochmal 10 gelernt. Aber müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Hä? Ja, schön, dass ich da rein muss. Aber wie komme ich denn da rein? Wie komme ich da rein? Ach, hier ist ein Eingang, oder? Laut Karte müsste doch jetzt genau vor mir so ein... Boah, das kann jetzt ewig dauern, bis ich das Ding finde. Oder war da oben irgendwie ein Schalter oder so? Also hier. Damit ich jetzt gucken kann, ob jetzt... Nein... Nein und nein. Da ist nur ein Tisch mit ein paar Akten. Wollen wir nicht. Also müssen wir da irgendwie rein. Aber die Frage ist, wie? Tür verschlossen. Ja, wie sollen wir denn jetzt hier reinkommen, bitte? Finden Sie einen Weg zurück zum Colonel Marshall Büro. Okay, öffnen Sie die Sicherheitsgitter der Galerie. Gut, wie machen wir das denn? Wir müssen hier, laut des Geräts, müssen wir jetzt hier rein. Aber wie soll man denn reinkommen, wenn es zu ist? Habe ich irgendwas übersehen? Also gut, ich habe immer irgendwas dabei übersehen. Also das ist jetzt kein Geheimnis, aber ich meine halt. Achso, warte mal. Den kann ich doch... Alter, ist ja schnell. Na, ich weiß schon, wo der hin will. Das hat doch geklappt. Der ist so süß, ey. Der ist so süß. Voll herzlos hier eigentlich so. Aber die Leute kommen dann wahrscheinlich durch die Türen oder durch den Dings, um zu reparieren. Ach, jetzt bleibt das Ding auch noch offen, ja? Mhm. Egal, einfach rein hier. So viele Lüftungsschächte und das Untergangstunnel, also Untergrundstunnel, sind mir ein bisschen zu viel. Na gut, das gehört halt zu Ellen dazu, ne, aber... Naja. Bin ich gerade aufgegangen? Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Also, es gibt wieder noch mehr Ärger. Okay, wir müssen da rein. Dann heißt es erstmal hier einsammeln, was das Zeug hält. Abgeschlossen. Da ist noch eine Kiste und dann haben wir es. Da liegt auch noch was. Das habe ich auch schon gesehen. Flammenwerfer. Super. Mega wichtig auf jeden Fall. Ich denke aber nicht, dass das Spiel noch vorbei ist. Also ich denke mal, das Alien wird uns irgendwie gefolgt sein.
Weil in den Alien-Filmen war das ja auch so gewesen. Es ist in die Weltatmosphäre geschleudert worden, ist aber auch nicht explodiert oder so. Also es hat schon noch gelebt. Es hat sich irgendwie so schlau wie es ist abgedrückt und hat sich dann sozusagen zum Raumschiff, also zu der Sevastopol hier gleiten lassen, ne? Also irgendwas glaube ich so schon in der Richtung. Irgendwas muss da sein. Also wenn es nochmal kommen sollte, ich gespeichert habe, würde ich auf jeden Fall nochmal testen, ob es mit der Munition geht. Dass ich die abschießen kann. Die Aliens. Da unten war noch ein Schacht, habe ich gesehen. Und die Frage ist, wo der hinführt, ne? Ach, da. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Da muss ich auf jeden Fall rein, aber der Typ, der Wait, der ist so unfreundlich, ey. So ein verdammtes Arsch, der müsste uns eigentlich so tief in den Arsch kriechen, weil wir seine Scheiße da gemacht haben. Ich verstehe das nicht, ja. Diese Undankbarkeit einfach, das kotzt mich so bei Menschen an. Aber wir sind ja gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sie reagiert, wenn sie ihn sieht. Schaut sie in die Schnauze? Oder... Wer weiß. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber... Irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht... Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußboden zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt. Und eine Funkstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Somit schließt sich der Kreis. Eine unschöne Art auf jeden Fall. Aber ich finde es wenigstens gut, dass die Leute wenigstens ein paar Nachrichten hinterlassen haben, um zu wissen, wie es hier wirklich abgeht. Nein, raus hier. Lass geh doch mal raus aus dem scheiß Menü. Oh, fick dich doch. Entschuldigung, aber... Oh, das regt mich ja mega auf. Das ist ganz schön mutig, mein Freund. Zuko! Die Hand. Ja, schießt niemand, niemand. Nicht mal aus. Ah, der Typ sah schon übel aus, gerade der da um die Ecke war. Wenn ich jetzt abschieße, habe ich Angst, dass ich denke, dass es ein Zivilist ist.
Der Rentner, oh Gott sei Dank, ey. Boah. Hey, ist alles okay, Junge? Hey. Warte. Es ist eh immer schon nervig genug, aber jetzt müssen sich die Menschen wirklich jetzt hier bekämpfen, ey. Jetzt muss es immer so enden. Muss die Musik auch immer so laut sein? Also, dazu geht das gar nicht hier. Das unerhört ist das. Das waren jetzt drin, jetzt habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, bin eh voll. Hä? Bolle hat die Androiden losgelassen. Greifen Sie mich Kontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wow. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Das Schöne an der Sache ist ja, dass sie auch denn vielleicht das Alien angreifen würden, wenn es wiederkommen würde. Ich hoffe, ihr versteht mich auch, weil die Musik echt wirklich laut ist. Aber ich denke mal, dass wir... Nee, ich denke mal, nee. Ich glaube nicht, dass sie es eh angreifen werden. Die haben wir uns auch schon vorher gejagt gehabt, die ganze Zeit. Ist jetzt nichts Neues, ne? Und so haben sie den auch in Ruhe gelassen und ignoriert. Also, warum sollten sie jetzt anders sein? Was hast du gerade gesagt? Hä? Hast du auf die Schnauze gekriegt? Oh. Scheiße. Scheiße. Pumpgun. Wow. Oh, toll, für nichts. Hier nochmal runter. Lecker Schokolade. Perfekt. Da war das. So, schon weg. Hm, geht nicht auf, also interessiert es mich nicht. So, Karte einsammeln. Wir schnüffeln nochmal hier ein bisschen rum. Die metzen wirklich alles und jeden weg, ey. Alter. Kassettensammler ohne Ende. Da hab ich das liebe, die damaligen. Hallo? Damaligen Kassetten. Das ist wie Knight Rider zum Beispiel. Oh, das waren Geschichten damals auf der Kassette gewesen. Kriegst du heute so weit erst wirklich sehr, sehr schwer ran. Also so eine Kassette, ne? Wo muss ich jetzt lang? Hä? Ist Musik tatsächlich... Ich krieg eine Macke. Ich war jetzt schon oben gewesen, da ist die Tür extra aufgegangen. Ich dachte, wir müssen da oben lang, jetzt müssen wir doch hier unten lang. Ey, das ist doch nicht wahr. Keep out, bleib draußen. Es müssen wir doch hier oben sein. Sind wir das mal? Eine EMP-Mine ist schon, glaube ich, nicht schlecht. Ich gehe nochmal da. Oh, ich gehe nochmal da unten. So, sammeln wir noch ein. Das haben wir alles. Wir kriegen jetzt gerade ganz, ganz schön viel. Aber das ist mir halt egal.
So. Schrott, Schrott, Schrott. Wo ist denn jetzt hier der Dings? Jo, haben wir. Falls es doch brenzlig werden sollte. Na, siehst du, haben wir noch eine Kiste. Genau wie in der Kiste würde ich noch runter. Das ist nämlich genau das, was ich wollte. Wir haben noch eine Kartenaktualisierung. Den nehmen wir einfach mal mit. Waits, mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits. Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Sie können nicht hier sein. Schweine! Waits! Alter, hat sich das gerade angehört. Es erwartet Sie eine Fülle an Karrieremöglichkeiten. Werden Sie noch heute Teil der Familie Siegsen. Morgen gemeinsam. Aber krass. Also ich will jetzt nicht sagen, haha. Oder doch? Was tun denn? Jo, mach mal. Nee, aber ich meine halt so. Boah, Alter. Was ist denn los, Alter? Sommerschussverkauf oder was? Da noch einer runter? Das sah schon, das hat sich eklig angehört. So, das. Aber er hat's verdient. Das, was er mit uns gemacht hat, kannst du nicht, das kannst du nicht wieder gut machen. Was soll man mit dem Tod bestrafen? Keine Ahnung. Das bin ich jetzt fragwürdig, aber jeder bekommt das, was er verdient. Und das war nun mal seine gerechte Strafe. Das Problem ist, wir hängen hier trotzdem fest, ne? Egal, ob er jetzt tot ist oder nicht. Und sonst hat er uns ja eigentlich noch ein bisschen hier rausgelotst. Aber guck mal, was ich hier verstehe, also. Er ist kurz vorm Sterben, hat aber auch die Möglichkeit, noch auf den Knopf zu drücken und schön zu zeigen, wie er stirbt. Der Schlawiner wird uns ein schlechtes Gewissen machen. Aber nicht mit uns. Wir sind knallharti. Hab ich da schon reingeguckt? Ah, da war die Leuchtfackel drin. Gut, 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 gut. Dann müssen wir jetzt hier reinsen. Oh, da habe ich gerade was Schönes entdeckt. Toll. Oder was? Ach, hier sind Schlafplätze. Sieht sehr geil aus. Wow. So, noch was zu lesen für die Leute. Das ist die Schlafhalle in dem Einkaufszentrum. Und der eine hat sich betrunken, dieser Mix, weil er aus seiner Partnerin oder was das da war, das Ding rausgekommen ist und jetzt gesehen. Hat er sich betrunken. Ja. Was soll man sonst machen, Alter? Das ist ein Anblick, den man eigentlich gar nicht so gerne sehen tut, ne? So, ich speichere hier erstmal ein kleines bisschen, dann machen wir erstmal hier auch einen kleinen Cut, ne? So. Haben wir erstmal das Session geschafft. Ordentlich auf jeden Fall. Ordentlich. Dankeschön. Jo, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Alien Isolation. Also bis dann denn. Tschüss.